Alle wach? Heute erfährst du die Wahrheit, die die Regierung vor dir verheimlichen möchte. Man möchte sich herausreden, die Sprengung von Windrädern, sie ist im Bundestag leider kein Thema, beziehungsweise man hat dazu keine Kenntnisse. Und damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Ich lasse heute mal neben mir wieder die Bilder der verschiedenen Sprengungen hier durchlaufen, damit wir alle etwas zum Lachen oder zum Schmunzeln haben. Und wir kommen doch direkt dann mal zu der Behauptung der Bundesregierung, dass Windräder nur im Einzelfall gesprengt werden oder im Notfall, wie sie das so schön sagen. Und wenn man dann allerdings sich hier diese folgende Firma mal raussucht, Wölfel heißt diese Firma, sie bietet diese Dienstleistungen an für das Sprengen von Windrädern. Und hier seht ihr mal den Bildschirm, wie bringt man eine Windenergieanlage schnell zu Fall. Das ist hier die Firma Wölfel. Der Rückbau von Windkraftanlagen, die Sprengung ist der schnellste Weg. Ach so. Hier die Dienstleistungen auf einen Blick, die Sprengung oder rund um die Sprengung von Windkraftanlagen, Sprengabbruchkonzepte, Beratung etc. Und das Interessante ist jetzt, man hier unten Abbruch von Windrädern, wann und warum eine Sprengung sinnvoll ist. Und zwar die Demontage per Kran ist langwierig, sagen sie, so wie die Montage. Ja, und der Gesetzgeber hat es halt nicht verboten, dass man Windenergieanlagen auch sprengen darf. Und so wird aus wirtschaftlichen Gründen hier relativ schnell gesprengt. Und wie ihr sehen könnt, sogar die Fundamente, nicht nur der Turm wird zurückgebaut mittels einer Sprengung, es werden auch die Fundamente herausgesprengt. Und das Schlimme an der ganzen Sache ist, die Bundesregierung möchte keine Kenntnisse darüber haben, wie viele Windräder überhaupt gesprengt werden in diesem Land. Sie möchten auch keine Kenntnisse haben, wie viel Feinstaub bei der Sprengung entsteht. Sie möchten einfach sagen, es liegt in der Zuständigkeit der Landesbehörden und deswegen hat die Bundesregierung darüber keine Kenntnisse. Wenn wir jetzt allerdings uns die Google-Suche hier mal anschauen, das sind Hunderte, wenn nicht gar Tausende von Windenergieanlagen, die bereits gesprengt wurden. Und das war nur Seite 1 von den Suchtreffern. Da gibt es relativ viel. Das Interessante kommt allerdings jetzt. Es gibt hier einen Bericht, und zwar es geht um die Offshore-Energieanlagen, Windenergieanlagen, die in der Nord- und in der Ostsee stehen. Und da hat man jetzt leider festgestellt, dass man sich mathematisch doch etwas verrechnet hat. Ich muss so lachen, weil das kam mit Ansage, ja, das kommt wirklich mit Ansage. Man pflastert quasi ganze Park, also ganze Flächen in der Nordsee zu und die Windräder, die stehen dann je nach Windrichtung schon in einer Reihe. Ja, sie sind zwar versetzt gebaut, aber je nachdem, wie der Wind kommt, stehen sie am Ende in einer Reihe und vor allem haben sie das Problem, dass sie sich gegenseitig den Wind wegnehmen. Kein Spaß, Leute. Die Abschattung der Windräder unter sich ist nach der neuesten Erkenntnis hier in einer ungeahnten Größe vorhanden. Also damit hätte ja wohl niemand rechnen können, Nein, doch. Oh. dass wenn man Windrad an Windrad an Windrad an Windrad stellt, dass irgendwann der Wind, der vorne auf das erste Windrad bläst, stärker ist als das, was hinten bei den letzten Windrädern noch ankommt. Ja, man hat das alles immer schön geredet und so weiter und jetzt sehen wir, okay, das ist vielleicht doch ein Problem. Und zwar geht man ja hin und baut in diesen Offshore-Parks Windräder alle in einer Höhenlage. Da fängt es ja schon an. Warum baut man nicht auf drei verschiedenen Höhenlagen diese versetzten Windräder? Oder man zieht die Flächen noch weiter auseinander. Nein, man ist ideologiegetrieben, planerisch vom Reißbrett, wie man das aus dem Studium kennt. Hier ein Windrad, da ein Windrad, da ein Windrad und da ein Windrad und da ein Windrad. Und wenn der Wind von da kommt, ist gut. Und wenn der Wind von hier kommt, ist halt schlecht. Jetzt ist allerdings noch mehr ans Tageslicht gekommen. Der Offshore-Windpark Arcadis Ost 1 gerade erst in Betrieb. Niederländische Firmen haben geplant, belgische Firmen Projekte entwickelt. Dänen haben Konverterplattformen und Turbinen gebaut. Belgische und niederländische Spezialschiffe haben sie aufgestellt. Und aus Deutschland kamen die Stahlpfosten. Im Hafen von Mukran auf Rügen sitzt die Betreiberfirma Parkwind Ost GmbH. Mit 70% Hauptgesellschafter der Parkwind Ost GmbH ist die Parkwind NV, Sitz Belgien. Die wiederum wurde kürzlich von einem japanischen Unternehmen namens JIRA gekauft.
Und das ist jeweils zur Hälfte im Besitz der japanischen Konzerne Chubu und TEPCO. TEPCO betreibt das Atomkraftwerk Fukushima. Wir recherchieren für jeden Windpark, wie viel Stromproduktionskapazität dort vorhanden ist und welcher Anteil davon wem zum Schluss gehört. Und landen in Ländern wie Australien, USA, Kanada, Singapur, Thailand, Japan, China. Heike Winkler prüft unsere Recherche. Erstes Ergebnis: Auslandsbesitz gesamt 82,8%. Und zwar gehört die Mehrheit der Windparks, die in unseren Gewässern sind, chinesischen Investoren. Und damit hat China hier den Zugriff auf unseren Ökostrom, den wir produzieren. Denn der Ökostrom, der produziert wird, der gehört nicht dir und nicht mir. Nein, der gehört dem Betreiber der Anlage. Und das selbst, wenn der Betreiber der Anlage schon seit 18 Jahren Umlageförderung aus dem EEG-Gesetz bekommt, selbst dann ist er derjenige, der diesen Strom vermarkten darf, verkaufen kann. Und man könnte diesen ganzen Windstrom uns auch vorenthalten, wenn man denn bereit ist, wirtschaftlich die Konsequenzen zu tragen. Wobei, je nach Modell dieses Strommarktes, gibt es ja auch Geld dafür, dass man Windparks abschaltet, wenn man zu viel Last auf dem Netz, also zu viel Energie, zu viel Einspeisung hat von erneuerbarer Energie. Dann wird zwangsabgeschaltet und da das bei Photovoltaikanlagen nicht bei den Privaten geht, sondern nur bei den Großen, aber bei jeder Windkraft-Energieanlage geht das, dann wird vor allem auch bei viel Wind zuerst in der Nordsee abgeschaltet, weil der Strom gar nicht abtransportiert werden kann. Und das Schöne an der Sache ist, der Betreiber, der das Windrad abschaltet, bekommt trotzdem Geld dafür. Das ist Deutschland 2024. Das ist der Energiemarkt, den uns Robert Habeck nicht unbedingt beschert hat, aber ihn uns hinterlassen wird. Beschert hat ihn uns eigentlich die CDU mit ihrer verkorksten grünen Politik unter Angela Merkel. Und das gehört alles abgeschafft. Das gehört alles abgeschafft. Erneuerbare Energiengesetz, garantierte Einspeiseförderung, 20 Jahre lang fix für die letzten Schrottanlagen, die schon uralt sind. Dafür bezahlen wir noch heute Kilowattstundenpreise. Das ist jenseits von Gut und Böse. Aber was will man erwarten in einem Land, in dem die Regierung nicht weiß, wie viele ihrer Windräder bei der Demontage gesprengt werden, sondern man lieber auf die Länder verweist und sagt, das ist Sache der Länder. Und nur im Ausnahmefall werden Windräder gesprengt. Wir haben gesehen, nein, es ist die wirtschaftlichste Art und Weise, ein Windrad zurückzubauen. Feinstaubfolgen völlig unklar. Generelle Folgen für die Umwelt von Windkraft sowieso viel zu wenig diskutiert. Hier mal eine Meldung, es waren die Niederländer, die für ihre Zugvögel die Windparks in der Nordsee abgeschaltet haben, damit es keinen Vogelschlag gibt, damit es keine Schredderanlagen sind, wie viele immer sagen. Und in Deutschland, da plant man lieber für chinesische Investoren Windkraftenergieanlagen oder Windmühlen oder Windräder oder Spargel in der Landschaft, wie man das so schön nennt, für die Katz, denn sie haben Abschattungsgebiete gegenseitig, dass die Windräder gar nicht alle auf maximal installierter Leistung am Ende laufen können. Das ist deutsche Ingenieurskunst im Jahr 2024. Dafür haben wir uns jahrzehntelang den Buckel krumm gemacht. Dafür haben wir uns an den eigenen Haaren aus dem Dreck gezogen, wie der Baron von Münchhausen sich selbst aus dem Sumpf gezogen hat. Dafür, dass eine grüne Ampelregierung das jetzt in wenigen Jahren über den Haufen wirft, einfach unser Land ruiniert, abwirtschaftet, in den Abgrund fährt, um dann selbst festzustellen in der Wahlanalyse, man hat keine Antworten auf die drängendsten Fragen der Menschen in diesem Land und dann aber sagen, ja, aber neu wählen wollen wir auch nicht. Ganz mein Humor, Leute, ganz mein Humor. Ihr werdet schon noch sehen, was ihr von so einer verkappten Politik dann am Ende habt. Es wird auf jeden Fall bitter werden für unser Land. Ich bin gespannt, ob du diese ganzen Dinge über die Windräder wusstest. Dass mal eins gesprengt wird, haben wir alle mal gehört, aber dass es am Ende die häufigste verwendete Art ist, Windräder abzubauen, zu demontieren. Auch die Bundesregierung spricht davon, dass man die recycelt, dass man die ins Ausland verkauft, dass sie dort wieder aufgebaut werden. Naja, wenn die Bundesregierung auch glaubt, dass das Wahlergebnis kein Grund ist, politische Konsequenzen zu ziehen, dann sollen sie auch weiter glauben, dass unsere Windkraftenergieanlagen nach ihrer vorgeschriebenen Haltbarkeit, wo der Hersteller keine Garantie mehr darauf gibt, dann abgebaut werden und irgendwo in Afrika wieder aufgebaut werden. Wer das glaubt, der glaubt auch an den Weihnachtsmann. Die Afrikaner, die nehmen unsere Autos, ja, die nehmen auch unsere Reifen, denn mit Profil fährt man nicht in Afrika, da fährt man ohne Profil. Aber unsere Windkraftenergieanlagen nehmen sie mit Sicherheit nicht. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Abonniere diesen Kanal, lass ein Abo da, beziehungsweise
drück mal den Daumen hoch und kommentiere dieses Video. Schick es an alle, die du kennst, vor allem an alle, die denken, grüne Windkrafträder bauen sich von ganz alleine ab, staubfrei, emissionsfrei. Nein, sie werden hier gesprengt, und zwar reihenweise. Damit mache ich Schluss. Bis bald.